Kindswohlgefahr bei keinen Sozialkontakten. In der bisherigen Reihe Kindswohlgefahr bei habe ich ja meistens eher abweisende Argumente gebracht, warum keine Kindswohlgefahr vorliegt. Beim Thema Sozialkontakt ist es in der Tat so, dass dieses Argument schwieriger zu behandeln ist. Aber aus vielerlei Hinsicht. Zum einen, wenn ein Kind gar keine Sozialkontakte hat, weder zu Erwachsenen noch zu Kindern, dann ist es natürlich eindeutig eine Kindswohlgefährdung. Ein Kind muss ja lernen, mit seinem Umfeld umzugehen, mit Menschen zu interagieren etc. Wenn aber ein Kind keine Sozialkontakte in Form eines Kindergartens hat, sondern nur auf dem Spielplatz jeden Nachmittag andere Kinder trifft oder jeden Tag oder alle paar Tage Freunde zu Besuch kommen, dann sind es natürlich Sozialkontakte. Das Problem ist, dass die Jugendämter hier an dieser Stelle oftmals darauf bestehen, dass die Sozialkontakte belegbar sind, also sprich über einen Kindergartenplatz, über eine Krabbelgruppe oder ähnliches. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ja? Hier könnt ihr natürlich, wenn ihr in der Situation seid, gegenhalten und zum Beispiel Belege von Freunden, die mit ihren Kindern regelmäßig vorbeikommen, vorlegen, dass sonst Sozialkontakte bestehen. Und natürlich ist es auch so, dass Sozialkontakte von Erwachsenen auch eine Rolle spielen. Ja? Ein Kind ist ja kein isoliertes Wesen, das nur mit Kindern zu tun hat, sondern es muss ja auch in dieser Erwachsenenwelt bestehen können. Es muss in diese Erwachsenenwelt hineinwachsen und hier eine Chance haben, entsprechende Kontakte zu knüpfen. Wenn also das Jugendamt euch solche Anforderungen stellt, belegt über Freunde und Bekannte, über Kinder, dass regelmäßige Kontakte bestehen. Wie viele Kontakte tatsächlich von Kind notwendig sind, weiß kein Mensch. Ich selber habe bisher keine negativen Erfahrungen mit Kindergärten gemacht, deshalb kann ich da aus eigener Erfahrung nicht unbedingt verstehen, wenn man davor zurückschreckt. Ich weiß aber aus meiner beruflichen Erfahrung als Anwalt, dass sehr wohl natürlich bestimmte Kindergärten sehr intensiv, wenn man es mal so vorsichtig formulieren möchte, mit Jugendämtern zusammenarbeiten. Und dass das natürlich nicht im Interesse eines solchen Kindes sein kann, wenn man also sieht, dass ein Kind hier letztlich dann nur noch ausgehorcht wird, um angebliche Mängel in der Erziehung zu finden, versteht sich das von selber. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst euch nicht hineinreden als Eltern, wie euer Kind Sozialkontakte haben muss und welche Form, solange es ausreichend Sozialkontakte hat. Es ist klar, nur der Umgang mit euch und ab und zu die Großeltern dürfte dem Kind wohl nicht zuträglich sein, aber auch das ist in der Regel eine Frage, die vorab zu klären wäre. Die bloße Vermutung, dass es keine Sozialkontakte hat, reicht jedenfalls niemals aus, um eine Inobhutnahme zu rechtfertigen. Denn eine Kindswohlgefahr muss konkret, gegenwärtig und erheblich bestehen. Und wer eben keine Information hat, wer eben nicht weiß, ob Sozialkontakte bestehen, der kann darauf auch keine Inobhutnahme begründen. Weil eben keine Infos sind keine Infos. Da kann man nicht sagen, ich lege mich da negativ aus. Dazu gibt es auch entsprechende Entscheidungen, die ich bei Gelegenheit nochmal publizieren werde. Wichtig war mir jedenfalls, lasst euch hier wie immer als Eltern nicht reinreden. Ihr wisst, was für eure Kinder am besten ist, solange ihr sicherstellt, dass eure Kinder die entsprechenden Kontakte haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like unten freuen oder natürlich über einen Kommentar. Ansonsten würde ich mich freuen, auch euch in den nächsten Videos bespaßen zu dürfen. Wir sehen uns. Servus.